Und ich ermahne meine Geschwister, dass sie viel Dua im Monat Ramadan machen sollen. Denn es gibt eine wunderschöne Überlieferung, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns übermittelt hat. Er sagte, ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ. Drei Personen, dessen Dua nicht abgewiesen wird. Und er nannte einen unter ihnen, الصائم حتى يفطر. Der Fastende, bis er sein Fasten bricht. In der gesamten Zeit, bis er sein Fasten bricht, wird Allah Azza wa Jal sein Dua annehmen. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal dua'ana ya Rabbal Alamin. Mache viel Dua. Bitte Allah, um was auch immer du ihm bitten möchtest, o Diener Allahs.